Liebe Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger, heute in genau einem Jahr, am 13. März 2016, wählen Sie den neuen Landtag von Baden-Württemberg. Als Spitzenkandidat der CDU möchte ich die kommenden 12 Monate nutzen, um mit möglichst vielen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern ins Gespräch zu kommen. Lassen Sie uns beispielsweise darüber reden, wie wir in der Bildungspolitik mehr Qualität schaffen können und alle bestmöglich fördern, anstatt dauernd über Strukturen zu diskutieren. Darüber, wie wir unser Land wirtschaftlich auf Erfolgskurs halten und auch in der Zukunft mit Technologie made in Baden-Württemberg zur Weltspitze gehören. Oder darüber, wie wir die Infrastruktur in unserem Land modernisieren und weiterentwickeln können. Ja, und schließlich darüber, was wir benötigen, um Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Es geht um Ihre Wünsche und Anregungen. Es geht darum, was Politik tun kann, um unser Land in eine gute Zukunft zu führen. Gemeinsam mit Ihnen will ich an einer Politik arbeiten, die die Mitte der Gesellschaft wieder in den Blick nimmt. An einer Politik, die auf wirtschaftliche Vernunft, eine funktionierende Infrastruktur und Schulen ohne ideologische Grabenkämpfe setzt. Und an einer Politik, die die Bürgerinnen und Bürger nicht von oben herab belehrt und maßregelt, sondern wirklich nahe bei den Menschen ist. Lassen Sie uns das kommende Jahr zum Jahr der Sachpolitik machen. Lassen Sie uns gemeinsam über Baden-Württembergs Zukunft reden. Dafür arbeiten wir in der CDU und dafür arbeite ich.